Anna hat die Torte echt super hinbekommen, ne? Mhm. Sag mal, was hättest du eigentlich gemacht, wenn deine Mutter doch misstrauisch geblieben wäre? Ihr die Wahrheit gesagt? Dass wir zusammen im Auto auf dem Weg zur Hochzeit. Das ist ein Scherz, oder? Naja, sie wird eh nicht mehr fragen. Sie hat uns von so merkwürdig angesehen und angegrinst. Was heißt das? Dass sie Bescheid weiß. Über uns. Es wird kaum zu übersehen, wie glücklich wir sind. Jetzt weiter. Kannst du tanzen? Ich meine richtig tanzen. Ich meine überhaupt. Wie geht es weiter mit uns, wenn du in Berkeley bist und ich in Braunschweig? Wir haben E-Mail. Wir haben Telefon. Wir haben Flugzeuge. Das soll funktionieren? Ja. Es ist besser als nichts. Du hast recht. Das ist besser als nichts. So wünsche ich mir meine Hochzeit auch. Also, falls du ein paar Tipps brauchst. Komme ich auf dich zu, versprochen. Wann ist es denn soweit? Wenn ich das wüsste. Aber hast du jetzt schon jemanden? Ja. Also im Prinzip jedenfalls. Ich habe einen Mann kennengelernt. Wir waren vom ersten Moment ganz vertraut. Es war alles so klar und selbstverständlich. Und dann muss ich plötzlich abreisen und jetzt weiß ich nicht mal mehr seinen Namen. Wo er wohnt und ob ich ihn noch mal wiedersehe. Das kommt mir bekannt vor. Wieso? Als ich Christian kennengelernt habe, da ging es mir genauso. Er hat mir seine Telefonnummer auf die Windschutzscheibe meines Wagens geschrieben. Jetzt sag nicht, es hat angefangen zu regnen. Doch. Jetzt seid ihr trotzdem Mann und Frau. Wie soll es denn bei mir funktionieren? Ich kann dir nur einen Rat geben. Folge deinem Herzen. Dann wirst du auch deine große Liebe wiederfinden. Alisa, da bist du ja. Alle suchen dich schon. Du musst jetzt unbedingt den Brautstrauß werfen. Jetzt sofort? Ja, wann sonst? Gut. Dann trommelst du alle zusammen und ich hole den Brautstrauß. Okay. Bye.